So, meine Damen und Herren, auch wenn es schwer fällt, wir fahren in der Tagesordnung fort und kommen zum Tagesordnungspunkt 38, dem Antrag der Fraktion Die Linke, aus Seenot gerettete Flüchtlinge in Hessen aufnehmen, Drucksache 624/20. Meine Damen und Herren, sofern Sie jetzt den Raum verlassen wollen, tun Sie das bitte ruhig, damit wir weiterarbeiten können. Danke. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 87, Dringlicher Antrag Fraktion CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge in Not. Das ist die Drucksache 852/20. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und ich bitte noch mal um Ruhe im Hohen Haus. Wenn Sie Gespräche führen müssen, führen Sie die bitte außerhalb des Plenarsaals. Für die Fraktion Die Linke hat sich als erstes die Abgeordnete Sönmez gemeldet. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Letzte Woche war ich auf einer Konferenz des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Dort hieß es von Teilnehmenden und Vortragenden mehrfach, die Flüchtlingskrise sei vorbei, dass viel weniger Flüchtlinge nach Hessen kommen, als es in den Jahren 2015 und 2016 der Fall war, wurde von den Anwesenden erleichtert wahrgenommen. Doch da stellt sich die Frage, zu welchem Preis ist das geschehen? Seit 2014 sind über 18.000 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Die europäische Außengrenze ist inzwischen die tödlichste Grenze der Welt geworden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dies hat nicht den Grund einer Naturkatastrophe, sondern es ist die direkte Folge einer menschenfeindlichen Europapolitik. Die EU hat alle Seenotrettungsoperationen eingestellt. Das Ergebnis sind Tausende von toten Menschen im Mittelmeer. NGOs wie Sea-Watch, CI, Jugend rettet, Ärzte ohne Grenzen werden kriminalisiert, weil sie Menschen retten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und erst heute haben wir eigentlich gehört, wie wichtig es doch ist, Menschenleben zu retten und Menschen in Not zu helfen. Seit einer Woche befindet sich auf dem Mittelmeer ein Rettungsschiff der Sea-Watch mit 43 Geretteten an Bord. Italien verwehrt diesem Schiff die Einfahrt in italienische Gewässer. Per Dekret wurde ihnen eine Geldstrafe von 50.000 € angedroht, wenn sie dennoch in einen italienischen Hafen einfahren. Und dem Antrag der Kollegen der CDU und der Grünen entnehme ich, dass solchen demokratisch gewählten Regierungen jetzt nun die Verantwortung für die Aufnahme dieser Menschen, dieser geflüchteten Menschen, übertragen werden soll. Die Seenotretterinnen verdienen aber nicht eine Geldstrafe und die Kriminalisierung von Regierungen, sondern sie verdienen unseren Respekt und unseren großen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Mittelmeer hat sich in ein Meer der Schande verwandelt. Statt europäischer Rettungsschiffe sieht man von der EU finanzierte Schnellboote der sogenannten libyschen Küstenwache auf internationalen Gewässern herumkreuzen. Die libysche Küstenwache hat ihren Namen aber nicht verdient. Sie besteht aus Milizen verschiedener Warlords, die teilweise gegeneinander im libyschen Bürgerkrieg agieren, und sie ist bekannt für Drohungen, Gewalt an flüchtenden Menschen und vor allem an ihren Rettern. Wenn Sie den Migranten bergen, bringen Sie sie zurück in libysche Lager. Die erschreckenden Bedingungen in den Lagern sind allseits bekannt. Laut Berichten der UN gibt es dort regelmäßig Folter, Vergewaltigungen und Hinrichtungen. In einem internen Bericht des Auswärtigen Amtes heißt es, dort herrschten KZ-ähnliche Verhältnisse. Trotz all dieser Umstände unterstützt die EU die libysche Küstenwache mit Geld, durch Material und durch Ausbildung.
In den letzten Wochen haben Anwälte, Verantwortliche innerhalb der EU, aufgrund dieser Unterstützung beim Internationalen Staatsgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Und das zu Recht, meiner Meinung nach, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache ist gewissenlos und verantwortungslos zugleich und muss deshalb sofort beendet werden. Wenn man von einer Kriminalität reden kann, dann ist es nicht die Seenotrettung, die sich dort gerade abspielt, sondern dann ist es die finanzielle und materielle Unterstützung dieser libyschen Milizen, sehr verehrte Damen und Herren. Und wir müssen halt auch einsehen, dass Europa und Deutschland wegen der Waffenexporte und der Freihandelsabkommen Zentrum des Systems Ausbeutung des globalen Südens sind. Deshalb verbleiben uns eigentlich nur zwei humane Schritte, die wir gehen können. Erstens, Menschen in Not ohne Wenn und Aber zu helfen. Zweitens, zukünftige Not zu verhindern, indem dieses schändliche System der Ausbeutung ein für alle Mal beendet wird. Wir sind als LINKE nicht alleine mit unserer harschen Kritik an der europäischen Abschottungspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. So ist eine große gesellschaftliche Mehrheit und hoffentlich auch eine Mehrheit hier in diesem Hause erschüttert und betroffen über die Tausenden Toten im Mittelmeer. Die Kolleginnen und Kollegen der CDU und der GRÜNEN haben es auch in ihrem Antrag schon bekundet, erfreulicherweise. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Recht auf Leben ist nicht verhandelbar. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb muss für die schreckliche Situation dieser flüchtenden Menschen eine dringende Lösung gefunden werden und nicht erst überprüfen lassen, wie es in Ihrem Antrag formuliert ist. Diese Auffassung sind im Übrigen im Bundestag sehr viele Abgeordnete aller Parteien durchweg, mit Ausnahme der AfD, versteht sich. In einem Osterappell hatten 216 Abgeordnete von CDU, SPD, GRÜNEN, der LINKEN und sogar der FDP die Bundesregierung aufgefordert, sich für ein europäisch organisiertes Seenotrettungsprogramm einzusetzen und aufnahmebereite Kommunen bei der Aufnahme der Schutzsuchenden zu unterstützen. Auch die Zivilgesellschaften treffen diese Forderungen auf breite Zustimmung. 250 Organisationen von Pro Asyl über die Diakonie, dem DGB, bis hin zum Bund der deutschen katholischen Jugend haben sich im April zusammengetan und einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben. Auch sie fordern darin einen Notfallplan für Bootsflüchtlinge, die sofortige Einstellung der Kooperation mit der libyschen Küstenwache und das Ermöglichen einer kommunalen Flüchtlingsaufnahme. In Hessen gibt es auch eine große Aufnahmebereitschaft. Initiiert vom Arbeitskreis Kommunale Aufnahme gab es gestern eine Pressemitteilung. Darin heißt es, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieser Pressemitteilung fordern die Abgeordneten des Hessischen Landtags auf, sichere Hafenstädte bei ihren Bemühungen zu unterstützen und mit sofortiger Wirkung ein entsprechendes Landesaufnahmeprogramm zu verabschieden. Unterzeichnet wurde diese Pressemitteilung unter anderem von den Oberbürgermeistern der Städte Marburg und Darmstadt, die übrigens der SPD und den GRÜNEN angehören, außerdem von der GRÜNEN-Fraktion im Stadtparlament Wiesbaden, der LINKEN-Fraktion in Darmstadt, von weiteren Kommunalpolitikerinnen und Politikern von SPD, LINKEN, GRÜNEN, von mehreren Pfarrern, von Medico International und von vielen weiteren Privatpersonen und Organisationen mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kommunen sind der Ort, wo die Integration stattfindet. Die Kommunen sind es auch, die 2015 Hervorragendes geleistet haben. Und genau diese Kommunen sind es jetzt auch, die sich bereit erklären, aus Seenot gerettete Flüchtlinge zusätzlich aufzunehmen. Deshalb fordere ich Sie alle auf, hören Sie auf die Basis, hören Sie auf die Kommunen und lassen Sie uns ein vernünftiges Landesaufnahmeprogramm hier in diesem Parlament verabschieden. In Deutschland haben sich bisher 60 Städte und Gemeinden zur Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen bereit erklärt, darunter auch die hessischen Städte Marburg, Darmstadt, Offenbach, Wiesbaden und Maintal. Getragen von einer großen zivilgesellschaftlichen Bündnis der Seebrücke sind sie eine Stimme
Stimme derjenigen geworden, die nichts anderes einfordern als die Wahrung der Menschenrechte, anstatt Menschen auf hoher See ertrinken zu lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erst in der letzten Woche wurde auf dem bundesweiten Kongress Sichere Häfen leinenlos für kommunale Aufnahme, das Bündnis Städte sicherer Häfen, gegründet. Diese Städte haben dort ihre Forderung bekräftigt, dass ihnen über den Königsteiner Schlüssel hinaus zusätzlich aus Seenot gerettete Flüchtlinge zugeteilt werden sollen. Dieses Engagement dieser Kommunen und Gemeinden macht Mut und ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit Menschen in Not. Dieser Solidarität sollten wir uns mit Taten auch anschließen und nicht nur Bedauernsbekundungen von diesem Hause senden, wie es in dem Antrag unserer Kolleginnen und Kollegen jetzt auch zu sehen ist. Nun stellt sich die Frage nach der rechtlichen Umsetzung. Grundsätzlich ist die Frage, wer in die Bundesrepublik einreisen darf und wer nicht, natürlich Bundespolitik. Allerdings haben auch die Bundesländer rechtliche Spielräume. So heißt es nämlich in § 23 des Aufenthaltsgesetzes, die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik anordnen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder sonstigerweise bestimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Das Land Brandenburg hat im letzten Monat beschlossen, ein gemeinsames Aufnahmeprogramm von Bund und Ländern für aus Seenot Gerettete anzustoßen. Dem sollten wir uns anschließen. Es ist zwar schön, dass die Kolleginnen und Kollegen der CDU in ihrem Antrag auch besonders ihre besondere Bedauerung ausdrücken für diese Flüchtlinge, die ertrinken müssen auf dem Meer, und dass sie es auch unerträglich finden. Aber man fragt sich halt, warum tun sie nichts Konkretes und belassen es nur dabei, ihre Bedauern auszusprechen. Sie haben eigentlich die Chance gehabt, die Landesregierung zu beauftragen, im Rahmen des § 23 Aufenthaltsgesetz ein Landesaufnahmeprogramm für Menschen aus Seenot Gerettete auf den Weg zu bringen. Deshalb fordere ich Sie auf, bringen Sie einen vernünftigen Antrag auf den Weg. Und lassen Sie es sein, bei Ihren Anträgen nur Bedauernsbekundungen kundzutun und letztendlich aber nicht Ihren Absichten Taten folgen zu lassen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wir waren sehr geduldig mit 1,15 überziehen, aber trotzdem wollte ich es einfach mal gesagt haben. Als nächstes für die Antragsteller Bündnis 90 Die Grünen und CDU ist Herr Thailand Bürsu mit 10 Minuten dabei. Er hat einen weiten Weg von Frankfurt bis hierher. Trotz des weiten Weges habe ich es geschafft, verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Noch vor wenigen Wochen, nämlich am 26. Mai, haben die allermeisten Hessinnen und Hessen gezeigt, dass sie an die Europäische Union glauben, und dementsprechend haben sie mit ihren Stimmen ein klares europäisches, proeuropäisches Zeichen gesetzt. Das ist sehr erfreulich, liebe Kolleginnen und Kollegen, und begrüßenswert. So wie ich haben sicherlich auch viele von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade im Wahlkampf darauf hingewiesen, dass die EU für unser Kontinent, für unser Land, für unser schönes Hessen, aber auch für die Kommunen und vor allem für die Bürgerinnen und Bürger sehr viele Vorteile bringt, aber sicherlich nicht alles perfekt ist und sicherlich auch einiges dringend verbessert werden muss. Wir haben nun heute bei diesem Tagesordnungspunkt die Gelegenheit, noch einmal auf etwas hinzuweisen, was alles andere als perfekt ist. Es handelt sich vielmehr um eines der dunkelsten Kapitel der Europäischen Union, nämlich das Sterben auf dem Mittelmeer. Wenn Menschen auf der Flucht vor Ausbeutung, vor Zwangsarbeit, vor Bürgerkrieg, Gewalt und den Folgen des Klimawandels im Mittelmeer ertrinken, dann kann man es nur als das bezeichnen, was es ist, nämlich eine unerträgliche Schande, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass Mitgliedstaaten ihre Konflikte auf den Rücken der Geflüchteten austragen, statt zu helfen, oder Seenotrettung gar behindern oder noch schlimmer, es kriminalisieren
und dadurch Menschen grausam ertrinken müssen, ist einfach eines der ganz großen Skandale unserer Zeit. Eine faire Verteilung von Geflüchteten auf alle Länder der Europäischen Union und die Einsetzung eines europäischen Seenotrettungsprogramms wird jetzt mehr denn je benötigt. Und vor allem, dass Tausenden der Tod auf dem Mittelmeer erspart wurde, haben wir gerade auch den zivilen Hilfsorganisationen wie CI, Sea-Watch, Jugendrettet e.V., Ärzte ohne Grenzen und Lifeline und anderen zivilen Organisationen zu verdanken. Ich denke, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können jede Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz, aber auch für die Spenderinnen und Spender danken, denn Sie erfüllen die Lücke, die das Nichthandeln einiger europäischer Mitgliedstaaten hinterlässt. Strafmaßnahmen gegen Sie, eben weil Sie helfen und das Leben retten, sind einfach nicht hinnehmbar. Da stimme ich Ihnen zu, liebe Frau Kollegin Sömmes. Natürlich ist es richtig, in diesem Zusammenhang auch die Schleuser ins Visier zu nehmen, denn sie leisten einen sehr, sehr, sehr negativen Beitrag oder einen sehr negativen großen Beitrag für das Sterben auf dem Mittelmeer. Und wenn wir legale und damit sichere Wege nach Europa schaffen würden, wäre das doch gerade eine sehr effektive Maßnahme, um Schleusern das Handwerk zu legen. Aber lassen Sie uns niemals vor Augen oder niemals vergessen, dass die beste Flüchtlingspolitik erst bewahrt, dass Menschen überhaupt ihre Heimat erst verlassen müssen. Eine gute Entwicklungszusammenarbeit, die die wirtschaftliche und humanitäre Situation der Menschen in ihren Herkunftsländern verbessert und eine Perspektive bietet, bekämpft Fluchtgründe, aber auch eine konsequente Klimaschutzpolitik. Natürlich auch bei uns hier zu Hause ist elementar, um Fluchtursachen anzugehen. Und wenn eben Menschen die Flucht aus ihrer Heimat oder aus den libyschen Lagern, wo die Situation ja richtigerweise sehr, sehr verheerend ist, ergreifen müssen und Europa anvisieren, dann muss das Ende dieser Flucht ein rechtsstaatliches Asylverfahren in Europa sein und nicht auf einer dramatischen Art und Weise auf hoher See enden. Als in den vergangenen Jahren viele Menschen zu uns gekommen sind, ist Hessen seiner humanitären Verantwortung gerecht geworden. Und wir haben eindrucksvoll reagiert und viele Geflüchtete aufgenommen und, wie Sie alle wissen, nicht nur einfach aufgenommen, sondern mit vielen guten und richtigen Maßnahmen versorgt, betreut, geholfen, sodass eine erfolgreiche Integration von Anfang an gelingen konnte. Die tausenden positiven Beispiele aus den Schulen, aus den Universitäten, aus dem Arbeitsmarkt, aus dem Ausbildungsmarkt, aus der Sozialwirtschaft, aus dem Ehrenamt, den Vereinen und dem Sport zeigen das ganz eindeutig und belegen, dass diese Landesregierung gemeinsam mit den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vieles sehr richtig getan hat, meine Damen und Herren. Und wir werden an dieser Leistung anschließen und diese erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre auch in dieser Legislaturperiode fortsetzen. Auch deshalb haben wir in unserem Koalitionsvertrag aufgenommen, dass wir ein Landesaufnahmeprogramm für eine Gruppe Schutzbedürftiger auflegen möchten. Dies unterstreicht doch den Kurs der Regierungsfraktionen. Und mit dem vorliegenden Antrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen bekräftigen wir nicht nur dieses Vorhaben, sondern aufgrund der eben erläuterten Brisanz auf dem Mittelmeer nehmen wir uns vor, zu prüfen, ob mit diesem Landesaufnahmeprogramm Seenotgerettete aufgenommen werden können. Und es bedarf nun einmal einer ordentlichen Prüfung, damit wir am Ende ein rechtssicheres Programm haben. Liebe Frau Sömmes, ich möchte wirklich darauf hinweisen, dass beispielsweise das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes aus dem vergangenen Juni nicht ganz eindeutig beantworten konnte, ob mit einem Landesaufnahmeprogramm Seenotgerettete rechtlich wirklich aufgenommen werden können oder rechtssicher aufgenommen werden können. Und es hat ja auch noch kein Bundesland so ein Aufnahmeprogramm. Und gut gemeint, aber nicht ordentlich umgesetzt, kann bei so einem wichtigen Thema einfach nicht unser Anspruch sein. Und ich unterstelle Ihnen auch nicht, dass es Ihr Anspruch ist, aber das geht einfach nicht. Aber lassen Sie mich das als Gelegenheit nehmen, um noch einmal auf etwas ganz Interessantes hinzudeuten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß ja, habe es ja auch in den letzten Monaten hier ganz live und hautnah miterleben dürfen, dass die Linke oder die Fraktion der Linke sehr gerne immer aus der Opposition alles besser weiß und alles besser machen würde. Das ist hier angekommen. Aber deshalb blicke ich ja immer sehr gerne.
Deswegen gucke ich immer sehr gerne, liebe Frau Wissler, nach Brandenburg. Da regieren Sie ja in Zweierbündnis mit den Sozialdemokraten. Und da sieht man immer, was man denn oder was Sie dort tun oder was Sie dann besser gesagt nicht umsetzen. Und beim Klimaschutz gab es in der Vergangenheit sehr, sehr viele Beispiele, zum Beispiel Stichwort Braunkohle. Aber Sie haben in der letzten Pressemitteilung ja auch noch selbst darauf hingewiesen, dass vergangenen Monat dort von unseren Parteifreundinnen und Freunden der Grünen-Fraktion in Brandenburg ein Antrag ganz konkret die Seenotrettung gefordert hat. Und dieser Antrag wurde von Ihnen abgelehnt in der Regierung. Stattdessen haben Sie in der Regierung einen Antrag gestellt oder einen Antrag verabschiedet, der eben das Wort prüfen drin hat und erst später vielleicht so etwas einführen möchte. Nach Ihrem Wortbeitrag finde ich das, liebe Frau Kollegin Sommers, doch sehr, sehr amüsant und interessant. Tut mir leid, das muss jetzt sein. Lassen Sie mich aber abschließend bei dem Thema bleiben und noch einmal ganz, ganz konkret zusammenfassen, dass wir als Regierungsfraktion das Sterben auf dem Mittelmeer unerträglich finden, die Behinderung und die pauschale Kriminalisierung von zivilen Seenotrettungsorganisationen aufs Schärfste verurteilen und eine effektive Bekämpfung von Fluchtursachen fordern und insbesondere hier im Rahmen unserer Möglichkeiten auf Landesebene ein Landesaufnahmeprogramm mit einem Landesaufnahmeprogramm einen Beitrag leisten wollen. Und auch wenn wir sicher nicht allen Schutzbedürftigen helfen können, hoffe ich doch sehr, dass unser zukünftiges Landesaufnahmeprogramm einigen Menschen effektiv zugutekommt, Ihnen und Ihnen ermöglicht, dass Hessen Ihnen Zuflucht gewährt und Ihnen einen Neuanfang und eine Zukunft bietet, damit wieder neue Erfolgsgeschichten geschrieben werden können. Denn das passt doch zu unserem schönen und weltoffenen Hessen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes rufe ich auf für die AfD-Fraktion, den Kollegen Volker Richter. Auch Sie haben 10 Minuten. Das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Besucher! Die Linken sind aus politischer Sicht manchmal fast zu beneiden. Sie können sich ihr Weltbild in einer Form gestalten, welches realpolitisch schlicht nicht durchsetzbar ist und fern der Möglichkeiten, die wir in der Europäischen Union und in Deutschland noch haben. Zum einen kritisieren Sie, meine Damen und Herren von den Linken, danke schön, die mangelhafte finanzielle Ausstattung der kommunalen Selbstverwaltung. Zum anderen betreiben Sie auf allen Ebenen eine Politik, die zu finanziellen Engpässen führt und verursacht, was Sie kritisieren. So ist auch dieser Antrag der Linken zu verstehen, in dem etwas von Seenotrettung steht, der aber wenig mit Seenotrettung zu tun hat. Was deutlich aus Ihrem Antragstext hervorgeht, erlauben Sie mir, aus dem Antrag zu zitieren. Sollte die Landesregierung eine andere Einschätzung dabei haben, wäre alternativ eine Aufnahme von Flüchtlingen direkt aus Libyen möglich. Allein dieser Satz macht klar, worum es im Kern geht, nämlich eben nicht um die Rettung von Menschen aus Seenot, wie es die Überschrift Ihres Antrages suggeriert. In der Begründung Ihres Antrages legen Sie das dann auch etwas genauer dar. Ich werde sofort darauf eingehen. Denn ein Satz ist enorm wichtig, den jeder von uns hier mit Sicherheit unterschreiben wird. Menschen, die auf hoher See in Seenot geraten, vor dem Ertrinken zu retten, ist ein humanitärer Imperativ, der nicht verhandelbar ist. Nur stellt dieser Satz nicht klar, worin die Ursachen liegen, warum die Menschen in Seenot geraten, und er stellt ebenfalls nicht klar, wohin die Menschen gebracht werden, die gerettet worden sind. Ebenfalls macht dieser Satz nicht deutlich, wie denn die Situation angesichts der Geburtenraten und Perspektivlosigkeit für die Menschen in weiten Teilen des Nahen Ostens und Afrikas gelöst werden soll. Kein Wort von Ihnen zu der Eigenverantwortung der Staaten, aus denen Menschen fliehen. Auch dort gibt es voll verantwortliche Regierungen, auf die die internationale Gemeinschaft Druck ausüben kann und auch Druck ausüben muss. Kein Wort von Ihnen zu den fundamentalistischen Ausprägungen des Islam, welcher erheblich zu Fluchtbewegungen führt. So treffen auch in Deutschland Opfer auf ihre Peiniger, die sie hier mit demselben religiösen Fanatismus verfolgen wie in ihrer Heimat. Dies betrifft Menschen mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen ebenso wie Frauen, Männer und gleichgeschlechtlich lebende Menschen. Sie ignorieren das einfach, was eine Ungeheuerlichkeit aus unserer Sicht darstellt.
Dies zu thematisieren ist aber notwendig, um zu verstehen, warum Menschen flüchten, und ein weiterer Fluchtgrund ist deren Perspektivlosigkeit in ihrer Heimat. Dass die Migranten hier in Deutschland ebenfalls kaum Perspektiven haben, verschweigen sie ihnen, und so begeben sich die Migranten in Gefahr, weil sie gerade in Deutschland das gelobte Land erwarten. Sie von den LINKEN unterstützen das vollmundig, verkaufen es den Menschen in Deutschland als humanitäre Politik und wissen doch ganz genau, dass ein Teil der Menschen, welcher sich in unsichere Boote begibt, nicht gerettet werden kann. Diese Opfer beklagen wir alle. Nur ist es Teil Ihrer Politik, dass die Migranten überhaupt sich und ihr Leben in dieses Risiko bringen. Meine Damen und Herren von den LINKEN, damit instrumentalisieren Sie in vollem Bewusstsein all jene Menschen, die sich in eine solche Situation begeben, und auch die, die dabei umkommen. Meine Damen und Herren von den LINKEN, Sie haben das Leid und die Not von Menschen schlicht und einfach zu Ihrem Geschäftsmodell gemacht. Damit stehen Sie aber nicht alleine, denn auch ein Teil der von Ihnen angeführten Organisationen tragen eine Mitschuld. Und so ist es nur folgerichtig, dass Menschen in Not dort vor Ort klarzumachen, dass sie keine Chance haben, Europa zu erreichen, wenn sie sich und ihre Familien in Gefahr begeben. Eine konsequente und zielgerichtete Politik, die den Menschen vor Ort hilft und Grenzen aufzeigt, ist somit nicht inhuman, sondern rettet mehr Leben als jedes Rettungsschiff, welches Menschen zurücklassen muss, da es nun mal nicht alle aufnehmen kann. Die Bundeskanzlerin hat zwei richtige Faktoren in ihrer Amtszeit benannt. Erstens, wir müssen die Fluchtursachen beseitigen. Zweitens, die Absenkung der Gelder für die Camps vor Ort für Flüchtlinge in 2015 war falsch. Fluchtursachen beseitigen? Nun, da ist nicht sonderlich viel geschehen. Die Geburtenraten steigen weiter so massiv an, dass man hier in Europa nur einen Bruchteil der Menschen aufnehmen kann, die tatsächlich zwingend Hilfe benötigen. Leider gehen Sie in Ihrem Antrag auch darauf nicht ein und ignorieren somit nicht nur das Risiko für die Menschen, die sich in Gefahr begeben, sondern gleichzeitig, dass erheblich mehr Menschen in Leid und Armut vor Ort leben müssen. Meist die Schwächsten der Schwachen, sodass man sich schon fragen muss, was, meine Damen und Herren, soll an dieser Politik human sein? Betrachtet man Ihre Politik ganz genau, und auch die der Bundesregierung, kommen wir zu einem völlig anderen Schluss, dass es nämlich keine inhumanere und menschenverachtendere Politik geben kann, als wir sie derzeit erleben. Sie stellen auf die Verteilung von Migranten innerhalb Europas in Ihrem Antrag ab und schreiben, dass Aufnahmeeinrichtungen Kapazitäten frei hätten. Natürlich haben Sie das, da man bemüht ist, die Menschen menschenwürdig unterzubringen. Und dennoch gibt es gesellschaftliche und physikalische Grenzen. Auch das nehmen Sie nicht wahr. Und so nehmen Sie in Kauf, dass die gesellschaftliche Spaltung in Europa und auch in Deutschland sich immer mehr ausweitet. Man kann den Eindruck gewinnen, dass es genau das ist, was Sie wünschen. Denn ohne ein Feindbild in Deutschland ist DIE LINKE schon längst nicht mehr überlebensfähig. Venezuela ist das beste Beispiel linker Politik, die sich immer gegen alle Menschen richtet, die sich dieser linksideologischen Politik nicht fügen. Dann aber ist ihre Politik nicht ausgerichtet an Hilfe für Menschen, sondern einzig profitorientiert für ihr Wählerklientel und feindbildorientiert, damit die Menschen nicht nachdenken. Und so ist das alte Motto Teile und herrsche bei den LINKEN in Perfektion umgesetzt. Das machen wir, meine Damen und Herren, als AfD nicht mit. Wir möchten, dass den Menschen vor Ort von der internationalen Gemeinschaft geholfen wird. Deutschland wird das niemals alleine schaffen. Wir möchten, dass religiös-fundamentalistische Eiferer keine Chance mehr haben, ganze Regionen in Bürgerkriege zu verwickeln. Übrigens natürlich auch nicht in Deutschland, um dies klar zu sagen, auch wenn die LINKEN dies ebenfalls negieren. Wir möchten, dass sich die Regierungen wirtschaftlich schwacher Länder endlich ihrer Verantwortung bewusst werden und beginnen, Politik für ihre Bevölkerung zu betreiben. Wir möchten, dass gerade arabische Länder sowohl finanziell als auch materiell und mit entsprechenden Camps auf ihrem Boden alles tun, um den Menschen in Not zu helfen, anstatt sie an ihren Grenzen
abzuweisen, die von deutschen Firmen hergestellt wurden und von denen man in Deutschland behauptet, sie würden nicht funktionieren. Wir möchten eine humanitäre Politik, die Menschen nicht in Gefahr bringt, um finanzielle Vorteile daraus zu ziehen. Wir möchten, dass die christlichen Glaubensgemeinschaften endlich beginnen, ihren Glaubensbrüdern beizustehen und nicht ebenfalls am Leid der Menschen zu verdienen, sondern ihnen zu helfen. Und zum Abschluss, wir möchten, dass Migrantinnen sowohl in den Flüchtlingscamps vor Ort als auch in Deutschland endlich Fürsprecher erhalten und frei von Angst sein können. Denn Sie von den Linken, meine Damen und Herren, verschweigen am liebsten Gewalt an Frauen, wenn diese von Migranten ausgeübt wird oder religiös begründet ist. Und das ist ein weiteres Zeichen für Ihre menschenverachtende Politik. Denn wenn es um Ihre Ideologien geht, lassen Sie die Menschen sehr schnell allein. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter. Für die Fraktion der Freien Demokraten spricht nunmehr Janke Pürsün. Die Anreise von Frankfurt muss anscheinend schon recht weit sein. Schon der zweite Römerabgeordnete, der ein bisschen länger braucht. Das liegt an dem schlechten ÖPNV. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich glaube, zur Rede der AfD will ich gar nicht eingehen. Man müsste eigentlich den Spiegel vorhalten und man muss sich die Frage stellen, ob die AfD, ich will gar nicht sagen hier im Landtag oder in Landtagen, sondern überhaupt im Bundestag und auch im Europaparlament, überhaupt irgendeinen Antrag stellen wird, gestellt hat, der die Lebenssituation der Flüchtenden, über die wir hier reden, verbessert und die Flüchtgründe dadurch dann abstellt. Weil wenn es dann darum geht, werden Sie alles ablehnen. Und leider muss man zur Europawahl auch sagen, auch so ein bisschen vielleicht am linken Rand, aber auf jeden Fall am rechten Rand, die Erstarkung dieser Parteien im Europaparlament sind der Grund dafür, warum eine Einigung, eine europäische Einigung der Migrationspolitik so schwer ist. Und das führt dazu, dass wir nicht die Lösung. Und das macht es so schwer, eine Lösung zu finden, von der Deutschland auch sehr stark profitieren würde. Also die AfD ist da einer der Hinderungsgründe, warum wir in der Migrationspolitik diese Probleme haben. Wir sind uns in diesem Hause hier einig, dass jeder, der im Mittelmeer und auf anderen Meeren auf seiner Flucht in Seenot gerät, Hilfe erhalten und gerettet werden muss. Denn es gehört zu unseren Grundwerten, Menschen, die in lebensgefährliche Situationen geraten, zu helfen. Diese Haltung spiegelt sich auch im internationalen Seerecht wider, das dazu verpflichtet, Schiffbrüchige aufzunehmen. Aus meiner Sicht ist diesem schlichten Grundsatz nichts hinzuzufügen. Man muss dies nicht wortreich begründen. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Im letzten Jahr sind allein über das Mittelmeer 138.000 Menschen nach Europa gekommen, eine lebensgefährliche Route, die im vergangenen Jahr 2.200 Menschen das Leben kostete. Dieses Sterben muss ein Ende finden. Die Frage ist natürlich, wie? Durch die Fortführung der Seenotrettung. Wir müssen die Fluchtursachen nachhaltig bekämpfen. Kein Kapitän darf in einem unsicheren Schiff oder Boot mit Passagieren in See stechen. Europa muss politisch Verfolgte und Bürgerkriegsflüchtende aufnehmen, ohne dass Menschen ihr Leben auf dem Mittelmeer riskieren müssen. Wir brauchen eine europaweit abgestimmte Migrationspolitik. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, mit dem wir die Einreise von ausgewählten Menschen legal ermöglichen. Und wir brauchen dieses Einwanderungsgesetz, damit alle anderen Menschen wissen, dass sie ohne Niederlassungsrecht in Deutschland und Europa, bleiben können und jeder Einreiseversuch letztendlich erfolglos bleiben wird. Ohne Einigung zur Verteilung von Flüchtenden in der EU bleibt Migration ein Dauerstreitthema. Keine Regierung kann zur Aufnahme von Flüchtenden gezwungen werden. Aber sehr wohl zur Entscheidung, ob man die europäischen Werte teilt und Mitglied der EU sein möchte. Die EU ist mehr als die Umverteilung von Fördermitteln. Die EU ist eine Wertegemeinschaft. Die Aufnahme einzelner Flüchtender durch Städte und Länder ist keine Lösung. Jede Aufnahme und Verteilung muss nach dem Bundesrecht und Königsteiner Schlüssel erfolgen.
Wir müssen unsere ganze Energie für die europäische Lösung einsetzen, damit vor allem die osteuropäischen Länder ihren Anteil übernehmen. Und da geht es dann um viel größere Dimensionen. Es ist auch keine Gerechtigkeit, Menschen anders zu behandeln, die sich über das Mittelmeer in Gefahr und in die Hand von Schleppern begeben, gegenüber Menschen beispielsweise in den Camps in den Nachbarstaaten Syriens. In diesen Camps sind die Lebensbedingungen nicht sonderlich gut, und vor allen Dingen leben die Menschen dort ohne jegliche Perspektive, insbesondere nachdem die Budgets der UN 2015 massiv gekürzt wurden. Nicht geholfen hat, dass aus der Diktatur in Libyen, dass daraus Anarchie wurde und nicht eine Demokratie. Und an dieser Stelle sei daran erinnert, dass der frühere Außenminister Westerwelle gegen die militärische Intervention in Libyen war und der noch frühere Außenminister Fischer sie vehement unterstützt hat. Die EU wird nicht umhinkommen, eine Afrikapolitik zu entwickeln, die den Menschen vor Ort hilft und Perspektiven eröffnet. Selbstverständlich brauchen wir auch effektivere Entwicklungshilfe, die nicht mit korrupten Staaten zusammenarbeitet, sondern mit marktwirtschaftlich operierenden Organisationen und Firmen. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch dazu, wir werden auch nicht um ein Abkommen mit Drittstaaten umhinkommen, für die Aufnahme von Flüchtenden ohne Niederlassungsrecht in Europa, die nicht in ihre Heimatstaaten zurückkehren können. Ich bin zuversichtlich, dass jetzt nach der Europawahl und mit dem Wechsel an der Spitze der Europäischen Kommission Bewegung in die festgefahrenen Diskussionen kommt. Wir halten die Vorschläge des Antrags nicht für zielführend. Wir brauchen andere Lösungen, europäische Lösungen. Deswegen können wir dem vorliegenden Antrag der LINKEN auch nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.